Herzlich willkommen zu einer kleinen Exkursion auf der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Fürstin Luise lässt bitten. Eine wunderschöne Reise erwartet uns mit Exkursionen nach Oranienbaum, Ferropolis und natürlich auch Dessau. Bei Fürstin Luise handelt es sich um die vielgeschmähte Baureihe 670, welche im Waggonbau Dessau entwickelt wurde. Hier sehen wir den Prototypen. Die Idee hinter der Baureihe 670, sie sollte die in die Jahre gekommenen Schienenbusse der DB und der Deutschen Reichsbahn ersetzen. Es handelt sich um ein Doppelstockfahrzeug. Hier nochmal eine kurze Vorbeifahrt an der Entwicklungsstätte, nämlich den ehemaligen Waggonbau Dessau. Die Idee ist meiner Meinung nach sehr gut gewesen. Leider wurde dem ganzen Projekt zu wenig Zeit gegeben, so dass viele Kinderkrankheiten, die Nullserienfahrzeuge und auch das Prototypenfahrzeug ereilt haben. Gebaut wurden insgesamt 7 Triebwagen, ein Prototyp und 6 Nullserienfahrzeuge. Die Probleme dieser Fahrzeuge äußern sich hauptsächlich in der Kühlung, der Motorisierung und natürlich in den vielen Fensterflächen. Dafür ist die Klimaanlage leider etwas unterdimensioniert. Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn betreibt heute 2 Stück dieser Triebwagen, nämlich die Fürstin Luise und den Fürst Franz, welcher leider auch wieder einmal defekt ist. Thank you.
Wir haben unsere Reise mit Fürstin Luise in Dessau gestartet und machen hier Kurzstation in Dessau-Waldensee über die Adria, ja, ihr habt richtig gehört, und das Biosphärenreservat geht's Richtung Ferropolis. Am Abzweig der ehemaligen Kohlenbahn haben wir Fürstin Luise kurzzeitig verlassen, um in Ferropolis Station zu machen. An ausgesuchten Fahrtagen fahren die Fürstin und der Fürst sogar bis nach Ferropolis. Ferropolis, die Stadt aus Eisen, hier kann man die Geschichte des Braunkohletagebaus und auch der Energiegewinnung zu DDR-Zeiten hautnah miterleben. Bei der Besichtigung der Anlagen bekommt man Respekt. Und man stellt fest, der Strom, der aus der Steckdose kommt, der fließt doch nicht so einfach, wie man denken mag. Und auch Geschichten am Rande des Braunkohletagebergwerks kann man erleben, wie zum Beispiel eines urzeitlichen Waldelefanten, der bei Erschließungsarbeiten
eines Tagebaus entdeckt wurde, oder auch hier den Ort Kremin, welcher leider einem solchen Tagebau weichen musste. Nach ein paar Impressionen aus Ferropolis geht es weiter nach Oranienbaum, wo wir die fantastische Aussicht und auch die Gastlichkeit genießen.
Nachdem uns die Fürstin Luise in Oranienbaum abgeholt hat, schaukeln wir gemütlich weiter nach Wörlitz. Unsere kleine Exkursion erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wer Wörlitz besucht, sollte natürlich auf jeden Fall das Gartenreich besuchen. Meiner Meinung nach sind 2 Tage zu kurz. Wer ausführlich alles auf und neben der Strecke sich anschauen will, der sollte sich schon 3 Tage Zeit nehmen. Der Bahnhof in Wörlitz ist wie der Bahnhof in Oranienbaum auch unter Denkmalschutz. Beide Gebäude haben Potenzial und warten auf einen neuen Besitzer. Fahrsaison für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn ist täglich ab dem Frühjahr bis zum Herbst, also von März bis Oktober. Die Fürstin und der Fürst haben leider nächstes Jahr Fristablauf und es ist noch nicht sicher, ob nochmal eine neue Hauptuntersuchung gemacht wird. Nach unserem kurzen Zwischenhalt in Wörlitz geht's ohne Halt weiter wieder zurück nach Dessau. Thank you.
Fürstin Luise zeigt an, dass sie sofort wieder ins wunderschöne Wörlitz zurück möchte. Wir verlassen aber die Fürstin, um noch ein paar Impressionen aus Dessau und von der Straßenbahn Dessau einzufangen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und schreibt mir doch einen Kommentar, was euch gefallen hat und was nicht.